Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zurück zu Nicetech. Heute schauen wir uns mal ein interessantes Produkt von BenQ an, nämlich den oder das BenQ InstaShow WDC 10. Was das Teil ist und für wen das Teil sinnvoll ist, schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Viel Spaß! Zu Beginn erst einmal der Hinweis, dass uns dieses Produkt und ein passender Beamer von BenQ zur Verfügung gestellt wurden. Vielen Dank dafür. Unsere Meinung bleibt aber natürlich wie immer unsere eigene. Trotzdem müssen wir das hier als Werbung kennzeichnen. Was ist denn jetzt dieses InstaShow WDC 10? Nun ja, das ist ein kabelloses Präsentationssystem. Mit diesem Teil verspricht BenQ, dass man seine Präsentation und sonstige Business-Geschichten schnell, sicher und unkompliziert von A nach B senden kann, aber erst einmal eins nach dem anderen. Dieses ganze System besteht aus zwei Hauptkomponenten. Einmal dem Sender, in diesem Fall sind es zwei, und einmal den Empfänger. Beide Geräte sind sehr hochwertig verarbeitet und auch sehr einfach zu verbinden. Die Antennen sind an den Empfänger relativ schnell angeschraubt. Anschließend wird der Empfänger mittels HDMI an einen Bildschirm oder Beamer angeschlossen. Dann wird noch eine Stromquelle über USB benötigt und schon sind wir mit dem Empfänger fertig. Befestigen kann man das Ganze über die mitgelieferte Plastikschiene, in die das Gerät eingedreht und festgeklemmt wird, welche wiederum geschraubt oder geklebt werden kann. Beim Sender wird es jetzt komplizierter. Nein, natürlich nicht. Das Teil wird mittels USB und HDMI an den Rechner angeschlossen. Jetzt nur noch beide Geräte einschalten, den Knopf drücken und schon sind wir fertig. Einfacher geht's nicht. Kein Verbinden mit dem WLAN oder dergleichen notwendig. Einfach Plug and Play. Jetzt wird eine maximale Auflösung von 1920x1080 Pixel, also Full HD, übertragen und das auch relativ latenzfrei. Ja, es gibt eine leichte Verzögerung von wenigen Millisekunden, die aber nicht weiter der Rede wert ist, trotzdem ist Zocken auf dem Gerät nicht wirklich empfehlenswert, ist jedoch auch nicht dafür gemacht. Das ganze System kann auf bis zu 16 Computer bzw. Sender erweitert werden, sodass theoretisch jeder in einem Business-Meeting so einen Teil am Laptop haben könnte und mit dem Drücken des einen Knopfes seinen Inhalt streamt. Auch passt das Gerät die Auflösung je nach verbundenem Gerät automatisch an. Somit werden lästige Verzerrungen vorgebeugt. Sicherheit wird auch hier beachtet. Das System besitzt eine AES 128-Bit Sicherheitsverschlüsselung und ein WPA2 Authentifizierungsprotokoll. Dadurch sind, anders als bei Geräten, die ins WLAN eingebunden werden müssen, firmeninterne Daten bei der Übertragung besser geschützt. Bei uns im Test gab es nie irgendwelche Ausfälle, alles hat von Beginn an sofort funktioniert, war auch wirklich fast selbsterklärend und man merkt, dass hier so ziemlich alles gut durchdacht ist. Trotzdem gibt es ein paar Kritikpunkte. Diese letztendlich doch recht klobige Box, die man da am Laptop hängen hat, kann in manchen Situationen schon störend sein. Cooler wäre es gewesen, wenn man versucht hätte, alles noch kleiner zu machen. Wenn man beispielsweise den Laptop auf einem Pult stehen und keinen Platz mehr für das Gerät hat, ist man meistens gezwungen, dies einfach an der Seite runterhängen zu lassen. Und genau das könnte auf lange Sicht zu Kabelbrüchen führen. Auch hat man keine Möglichkeit, das Gerät zur Not dann auf seinem Laptop oder so zu platzieren, weil die Kabel zum einen zu kurz und dadurch auch recht starr sind. Man hätte sich durchaus an einem Chromecast oder Fire TV ähnlichem Design orientieren können, aber vielleicht muss das Gerät aus irgendwelchen technischen Gründen ja so groß sein. Aber was zumindest die Kabel angeht, hätte man versuchen können, das Ganze anders zu lösen. Der Preis von aktuell 1098 Euro ist schon verdammt hoch, könnte man meinen, und dem würden wir zumindest zum Teil zustimmen. Klar ist das für eine Privatperson ein Haufen Geld, aber genau die sind auch nicht die Zielgruppe, denn dieses Teil soll ja für unkomplizierte Präsentationen in Meetings oder Vorträgen verwendet werden und auch nicht als Chromecast oder Fire TV Stick Ersatz. Auch sind die Materialien relativ robust und die Verbindung gesichert, da man mit diesem Gerät ja auch nicht ins Internet muss und somit alles offline streamen kann. Gerade wenn man beispielsweise auf einer Messe oder so mehrere Vorträge hat und jeder seinen eigenen Laptop mitbringt, so muss sich niemand irgendwo einloggen, sondern einfach das Teil anschließen und fertig. Außerdem ist es viel wahrscheinlicher, dass alles ohne Probleme oder Verbindungsabbrüche über die Bühne geht, als bei Chromecasts oder dergleichen.
warum denn nicht einfach ein HDMI-Kabel nutzen? Nun ja, gerade wenn man in einer großen Halle solche Dinge präsentiert, kann ein langes HDMI-Kabel auch ins Geld gehen. Und in Meetingräumen spart man sich so auch das Verlegen bzw. das auf dem Tisch rumliegende Kabel. Dadurch wirkt alles viel cleaner und professioneller. Trotzdem muss man bedenken, dass die Reichweite natürlich auch nicht unendlich ist. BenQ gibt hier eine Maximalreichweite je nach Gerät von bis zu 8 Metern an. Das konnten wir im Test leider nicht ausreizen, gehen aber mal davon aus, dass diese Werte ungefähr stimmen dürften. Wem das Gerät mit HDMI nicht zusagt oder noch mehr Möglichkeiten wie Splitscreen-Anzeige oder dergleichen haben will, sollte sich mal die beiden anderen Versionen anschauen. Es gibt zum einen diese Art noch einmal nur mit USB-C statt HDMI und eine weitere Version mit HDMI, die noch ein paar weitere Funktionen besitzt. Kommen wir nun abschließend zu unserem Fazit. Können wir dieses Produkt empfehlen? Nun ja, für ernsthafte Business-Zwecke, Präsentationen, Schulen, Universitäten und dergleichen ist dies auf jeden Fall eine gute Investition und man bekommt auch auf jeden Fall was für sein Geld. Für den Privatanwender? Nein, auf keinen Fall. Dies ist kein Chromecast oder Fire TV-Ersatz. Dafür ist es aber auch nicht gedacht, sondern wie schon unzählige Male gesagt für Präsentationen und dergleichen. Und da macht es seinen Job gut. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch dieses Review gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Produkt haltet. Danke nochmal an BenQ für die Bereitstellung dieser Artikel. Wenn euch weiteres dazu interessiert, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einige Links zu den Produkten und Produktseiten. Wenn Amazon-Links dabei sind, dann sind das auch Affiliate-Links. Bedeutet also, wir bekommen einen kleinen Betrag, wenn ihr über diesen Link einkaufen geht von Amazon. Dadurch wird das Produkt natürlich keinesfalls teuer. Würde unseren Kanal unterstützen, ist natürlich aber freiwillig. Vielen Dank fürs heutige Zuschauen. Wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.